Meine Damen, meine Herren, Herr Präsident, Herr Nettekofen, wie die Entscheidung ausgehen wird, dürfte Ihnen klar sein nach den Beratungen im Finanzausschuss bzw. im zuständigen Fachausschuss, dem Kommunalausschuss. Und ich will auch gerne noch mal eingehen auf das Verfahren und das, was da vorgetragen worden ist. Wir hatten eine schriftliche Anhörung miteinander vereinbart. Es gab drei Stellungnahmen, da haben Sie recht. Es gab eine vom Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern. Interessant fand ich auch den Hinweis in dieser Stellungnahme, der vorliegende Gesetzentwurf hat viele Elemente aus Mecklenburg-Vorpommern übernommen. Andere würden sagen, hat abgeschrieben, aber egal. Sie erklären, der Städte- und Gemeindebund Mecklenburg-Vorpommern, er hat dieses Gesetz angeregt. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass, dass der vorliegende Gesetzentwurf aus Ihrer Feder aus dem Kreis des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern begrüßt wird, ausdrücklich begrüßt wird. Anders die Stadt Bielefeld. Der Kollege neben Ihnen sitzt, der kommt hier aus Bielefeld. Die sagen ganz deutlich, es wird davon abgeraten, dem Vorschlag zu folgen. Sie sagen, bereits jetzt gibt es schon hinreichende Gelegenheiten, Standards zu hinterfragen. Aus Bielefeld wird vorgetragen, es ist nicht gut, wenn im Nachgang Standards hinterfragt werden. Besser ist es, man macht es am Anfang. Solche Regelungen greifen normalerweise zu spät. Sie bemängeln unter anderem die Darlegungspflicht, die Sie in § 2 Nr. 1 in dem Zusammenhang vorgeschlagen haben. Und Sie verweisen auf die bestehende Clearingstelle, die jetzt schon gut funktioniert, beziehungsweise wo hier entsprechende Vorschläge, Erfahrungen aus dem kommunalen Raum eingebracht werden können. Und dann schauen wir mal etwas näher, meine Vorvorrednerin hat das ja schon getan, aber ich will noch mal näher hingucken, auf die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände. Also nicht einer, sondern alle drei. Ne? Die sagen ganz deutlich, nicht die Kommunen, sondern das Land sollte hinterfragen, inwieweit die gesetzten Standards angemessen sind oder auch nicht. Das heißt, delegiere nicht Verantwortung nach unten. Sie führen weiterhin aus, nicht mehr, es sollten mehr Selbstverwaltungsaufgaben pflichtiger Art den Kommunen übertragen werden, ohne im Detail zu regeln, wie es ausgeführt wird. Das heißt, weniger Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Sie verweisen darauf, dass der Eindruck, der geschaffen worden ist, unzutreffend ist, dass eine Vielzahl von Landesgesetzen in diesem Zusammenhang überhöhte Standards enthalten, sondern Sie weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass viele Vorgaben nicht der Landesgesetzgeber bestimmt, sondern der europäische oder der Bundesgesetzgeber macht. Und die Entscheidungskompetenz, wie geht man mit entsprechenden Vorschlägen, wenn man denn Ihrem Gesetzentwurf folgt, um, soll das zuständige Fachministerium treffen. Da sagt der Städte- und Gemeindebund, der Städtetag und der Landkreistag, das kann ja wohl nicht wahr sein, das, was Sie da in § 2 Absatz 2 geregelt haben. Diejenigen, die diese Standards formuliert haben, soll anschließend hinterher entscheiden, inwieweit diese Standards beibehalten werden. Eine ganz klare Interessenskollision, insbesondere wenn man sich dann vor Augen führt, dass im Regelfall diese Standards dann auch im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens im Landtag hier beschlossen worden ist. Und insofern gibt es in dem Zusammenhang auch keine große Bereitschaft, hier entsprechende Abweichungen vorzunehmen. Insgesamt von allen Beteiligten mit Ausnahme des Initiators des Gesetzentwurfs, dem Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern, wird dieser Vorgehen abgelehnt und die Erfahrungen aus 2006 sind gerade schon hier in dem Zusammenhang vorgetragen worden. Das Anliegen, was Sie hiermit verfolgen, Standards zu reduzieren, das teilen wir durchaus, aber den Weg, den Sie hier beschreiten wollen, ist kein richtiger, ist keiner, der zum Ziel führt, daher auch die ablehnenden Stellungnahmen und daher unsere ablehnende Einschätzung. Vielen Dank.